So, einfach mal geschwind. Wir machen jetzt einen schönen Burner-Test. Der Super 1, den nehmen wir auch noch mit. Hier haben wir die Super Crackers. Hier eine Burner D von Leslie, von Weco. Tiger Bombs von Funke. Hier eine Burner D von Funke. Super 2. Super 1 natürlich auch. Nehmen wir noch mit. Hier eine Burner D von Comet. Pyroland Burner. Silver Cracker aus dem damaligen Unani Dynamite Pack. Super 2, 2016er Charge, Cobra P1, Hina Böller, den Nico. Honey Badger, M&M Effect Pyro Union P1, eine italienische Variante. Thunder Crackers von Katan. Genau, haben wir schon. Comet. A, B und die Crackers. Wir machen von jedem so zwei oder drei, mal schauen. Ja. Und genau, ich bin gespannt. So, wir fangen an mit dem Böller-Test. Was haben wir denn da Schönes? Wir machen jetzt einen Weco zweimal China Böller D. Im Vergleich Komet. Geil, vor allem der Wiederhall, ne? Komet haben wir ja nochmal, warum auch immer. Ach, das ist, stimmt, das ist ja die, das ist die Schinkenware. Okay, alles klar. Komet Schinkenware. Die neue. Nicht schlecht. Geht in Ordnung für die aktuelle Charge. Wir machen jetzt Leslie. Ja, ausgegangen. Oh. Sehr, sehr schön, muss ich schon sagen. Jetzt haben wir einmal Nico. Okay. Und Deko als Vergleich. Ich glaube, man hat den Druck gespürt. Jetzt machen wir einen blauen Berber. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Der Dampf, der hat richtig Dampf. Pyroland 3,5 Gramm Schwarzpulver. Ja. Was haben wir denn hier noch Schönes? Jetzt machen wir mal ein paar Funke-Sachen. Tiger Bombs. Oh, die Zündschnur, die riecht halt einfach so geil, ne? Nochmal. Geil. Ich hoffe, das mit der Kamera ist in Ordnung so. Passt schon. Also allein die PO-Crackers sind halt lauter als ein China Böller D, ne? So, jetzt machen wir mal ein A. Wie viel haben wir hier? Haben wir echt nur einen? Wo habe ich denn den Einwash? Komm, wir machen da noch einen ganzen Funke-Vergleich. Also, China Böller A. Das hat gefühlt alles getoppt. Jetzt machen wir einen China Böller C und einen Tiger Bomb C. Jetzt mal erstmal den. Krass, wirklich. Ich mache immer diesen Bowlingkugelwurf. Alter Schwede, da habe ich die Druckwelle gespürt. Was machen wir denn jetzt? Wir machen nochmal einen Tiger Bomb. So, wieder Bowlingkugelwurf. Einfach nur geil. Jetzt machen wir mal einen China Böller D und B. Wir machen jetzt mal ein B. Habe ich ganz vergessen, sorry. Meine andere Lautstärke. Jetzt eine China Böller D. Ich bin gespannt. Oh, scheiße, jetzt ist er wieder.
Ja, da hat man den Unterschied gemerkt. Jetzt mal bitte mittig. Boah. Und als Vergleich den Super 2 hinterher. Richtig fetter Brocken, ich sag's euch. Endlich. Leute, also diese Druckwelle. Unglaublich! Jetzt machen wir einen Honey Badger. Oh, Honey Badger. Kannst du den Funke 2 das Wasser reichen? Absolut. Absolutely not. Jetzt machen wir einen Katan. Super 2. Ja, mal schauen. Ja, genau, leck mich am Arsch. Verarscht hat er mich auch noch. Und komplett scheiße war er auch noch. Was für ein Müll, echt. Naja, meine Lieben, jetzt gehen wir in den BKS-Bereich. Wir machen jetzt die Cobra P1. Jetzt machen wir ein Pironi und P1. Und den italienischen. Im Endeffekt genau der gleiche. Böller. Also dazu braucht man nichts mehr zu sagen. So, das war's schon mit dem Test. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich denke, das Hightech-Mikrofon hat die Lautstärke gut wiedergegeben. Der Affe da hinter mir hat leider ein bisschen geraschelt. Ich hoffe, das kommt nicht allzu sehr rüber. Gelle, warten wir jetzt, alles gut. Und ja, genau, was soll ich sagen? Mich haben die Funke-Böller sehr, sehr überzeugt. Der A, immer wieder ein krasses Gerät. China-Böller D, macht mir langsam, ehrlich gesagt, Sorgen. Sehr viele Ausreißer, die nicht so gut sind. Und Super 2 ist ein brachiales Gerät. Also der stellt wirklich fast alles in den Schatten. Da war die Druckwelle stärker als beim Pironi und P1. Wir haben es den 29. Dezember, ne? Einfach nur geil, wirklich. Also Super 2, Leute. Wir machen noch ein Super 2, weißt du, schönes. Auf geht's! Bowlingwurf! So, auf geht's. Wir machen. Ah nee, fuck, das ist ein alter Super 2. Ein P1 Cobra gegen Super 2, alte Charge 2016er. Boah, die lohnt es halt echt. Okay, das war jetzt leider für den Arsch. Aber der neue Super 2, das ist ein brachiales Gerät, meine Lieben. Und damit wünsche ich euch nur das Beste. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wir machen jetzt noch einen Funke, eine Funke-Böllerei. Ja, genau, so schaut's aus. In dem Sinne, euer Pyroadler 98.